Lange haben wir ihn nicht mehr gesehen, aber es ist immer wieder schön, ihn mal begrüßen zu dürfen. Den E25 für mich nach wie vor einer der Panzer, der am meisten Spaß bringt, am meisten Spaß macht und für mich vielleicht der allerbeste Premium überhaupt im Spiel ist. So weit würde ich schon fast gehen, weil er ist einzigartig, er macht unglaublichen Spaß und er hat einfach was sehr Besonderes. Also ja, für mich definitiv der beste Premium im Spiel. Nicht, weil er den tollsten Charakter hat im Sinne von den geilsten Damage, den dicksten, das dickste Rohr, die höchste Penetration. Nein, er ist einfach geil zu spielen und er macht unglaublich Spaß und ich hoffe, das sehen wir jetzt auch in diesem Video. Jetzt geht er erstmal auf die Lauer, weil er hat einfach diesen sensationellen Tarnwert. Damit kann er hier mit dem Fernrohr einfach schon lange, lange vorher spotten und kann schießen und da das Ganze an den Mann bringen, ohne selbst aufzugehen. Aber bisher kommt hier keiner. Und jetzt hat er da endlich den ersten Gegner, Black Prince. Aber Black Prince ist auch gleichzeitig einer, der mit denen er am meisten Probleme haben dürfte, weil Black Prince ist sehr gut gepanzert. Man sieht es auch bisher, drei Schüsse, ohne da wirklich Schaden an den Mann bringen zu können. Aber jetzt hat er hier den Turm gerade ein bisschen gedreht gehabt, das war sein Glück. Und jetzt mit Premium geht es dann halt doch etwas besser. Und jetzt kann er da hier schon Schaden reinbringen. Black Prince weiß gerade gar nicht, wie ihm geschieht, dreht sich hier wie so ein Maikäfer. Und jetzt, was ist da los? Wo kommt noch was? Na, hier ist es jetzt ganz schön ruhig. Also scheinbar hat der Gegner nicht wirklich Lust, hier diese 7, 8er, 9er Linie zu stürmen. Da muss er jetzt mal ran. Da vorne fällt ein Baum gerade vor ihm. Da ist der T67. Hat jetzt gerade sogar an ihm vorbeigesammelt. Und hier mit dieser kleinen Maus kommt man halt fast überall hoch, weil er halt einfach ein flinkes Ding ist. Na, komm, und jetzt bekommt er hier den Hit drauf und er kettet ihn und ja! Oh, war das eng! Also, dass er den noch macht, hätte ich mir nicht gedacht. So, und jetzt geht's runter. 2 zu 4 steht's. Bisher hat er noch nicht so viel Schaden an den Mann bringen können. 720, da ist noch definitiv Potenzial da. Und jetzt fährt er hier Richtung Kloster hoch, kann dann nämlich links reinschlüpfen. Dafür ist er nämlich schmal genug. Da hier durchs Fenster sollte es eigentlich gehen. Ist zwar eng, aber wie ausgemessen für ihn. Und jetzt kann er hier den T34-1 gleich beschießen. Und da hat er ihn schon. Auto-Aim. Vielleicht jetzt mit Handbremse rum. Ne. Weil mit dem geht lustigerweise nämlich Handbremse. Oder ging zumindest, aber dürfte immer noch. Und jetzt hält semmelt er dem hinten da ordentlich rein. Jetzt wird hier auch gekuschelt. Und einen nach dem anderen kann er den jetzt hier geben und ja, er nimmt ihn raus
Und schon hat man ein bisschen Schaden gesammelt dank den T34-1. Ganze 920 on top. Und jetzt guckt er dahinter Richtung seiner Base, weil der Gegner, der ist langsam aber sicher hier dran, darauf zu stürmen. Na, was ist da? Da jetzt der IS. Nochmal. Und da zündet er ihn an. Und er hat keinen Feuerlöscher dabei. Dementsprechend brennt er jetzt hier ordentlich runter. Sehr gut. Sehr wichtig, auch in der Zeit, jetzt, wo der Gegner da so massiv auf den Cap drücken wird. Der SP. Und da, oh, da ist doch schon der erste Chaffee, der jetzt auch im Cap steht. Erster Hit, zweiter Hit, dritter Hit und er ist weg. Damit hat er den ersten im Cap zerstört. Nochmal einer. Oh, jetzt kann er natürlich sensationell wirken. Und jetzt auch wieder Wahnsinn. Das ist ein Schützenfest. Der SP ist der Erste, der sich da mal hinter einem Hindernis versteckt hält. Aber spätestens dann wird es halt die Arti besorgen. Ja, so wie jetzt. Und da der SP. Jetzt komm, mach ihn weg. Ja, Wahnsinn. 7 Kills hat er jetzt an der Hand und es sind noch 3 Artis im Spiel. Sehr geil. 10 zu 12, da schaut es auch alles gar nicht mehr so schlimm aus plötzlich. Oh, da ist der nächste Japano-Tiger. Nummer 1. Ah, den zweiten kriegt er nicht mehr drauf. Und jetzt will er sich den wohl holen. Muss nur aufpassen, jetzt hier nicht noch so blöd umkippen oder sonstiges. Da würde er sich eine richtig geile Runde nämlich sonst kaputt machen. Und das wäre sehr, sehr schade. Schuss dürfte eigentlich noch genug haben. Nur der OI könnte auch nochmal unangenehm werden. Aber hier ist die Arti. Arti wird da mal schnell gerammt. So, Arti hat ihn hier definitiv nicht kommen sehen. Damit hat sie nicht gerechnet. Weil die war wohl bestimmt noch im Zoom. Und plötzlich bekommt sie dann den Damage. Und jetzt nimmt er den Weg hier hoch. Weil gerade M12 und Grille ist eigentlich fast klar, dass sie noch irgendwo hinten an der Base stehen. Die sind nicht so mobil wie die RV-Arti. Deren Tiger, sage ich jetzt einfach mal, den weiß er, wo er steht, und der OI könnte auch noch da hinten stehen, aber bei dem ist vielleicht noch ein bisschen unsicher. So, jetzt müsste der andere gleich aufploppen. Und da ist er immer noch, also das ist natürlich sträflich, ist so seine Position. Und der OI wiederum, der ist auf A8, also der hat sich da mal ordentlich verlegt. Da ist die Grille. Wird jetzt rausgenommen. Und jetzt heißt, er muss praktisch hier, wenn er die Pulsmedaille haben will, muss er noch ein bisschen Gas geben. Ati ist hinten. Also M12 wird nicht umstellen. Ist eher selten. Und dann natürlich noch den OI. Der muss auch noch weg. Ah, der IS-2 ist auch noch gut voll. Scheinbar will er jetzt Richtung Base fahren.
und sich da den UI holen. So schaut es zumindest aus. Ja, sehr löblich. Also er ist jetzt nicht der, der jetzt um Kopf und Kragen unbedingt die Arti holen will, sondern der denkt sich, nee, der UI, der ist so nah beim Cap, um den kümmere ich mich jetzt wohl mal zuerst. Und man sieht da einfach diese Geschwindigkeit. Da ist er halt sehr stark im Vorteil. Und jetzt wird hier gecappt. Und am Ende achtet auch mal ein bisschen an der Auswertung auf die Medaillen. Und da ist die Arti. Mit der hätte ich da jetzt nicht gerechnet. Das sage ich ja ganz ehrlich. Und jetzt schön umfahren hat er die Arti hier klar gemacht. Aber die Frage ist, wo ist der UI? Ist der jetzt wiederum die 8er, 9er Linie runtergefahren oder was? Das ist ja kurios. Der IS ist auch schon auf der gleichen Linie. Also jetzt müssten sie ihn tendenziell, einer von beiden müsste den dann bald erspähen. Alles andere kann er gar nicht gemacht haben. Er kann ja nicht irgendwo anders hin sein. Das heißt, er dürfte jetzt irgendwie aufgehen. Ja, da ist er tatsächlich. Und er kommt jetzt ihm hier entgegen. So, und er ist hier Gott sei Dank recht gut in der Drehbewegung. Und jetzt kann er sich hier schön verstecken unterhalb der Kanone. Da kommt er nicht ran und er kann hier den Damage anbringen und nimmt ihn raus. Macht seinen 11. Kill. Klar, die LOLs im Chat fliegen nur so. 11 Kills, 5339 Schaden. Wow, geiler Panzer, sag ich doch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Alcaramba.